da, wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind die Firma Unirohr aus Forst-Lausitz und beschäftigen uns seit 1990 mit der Druckrohrleitungsreinigung, haben 18 Mitarbeiter, sind deutschlandweit, europaweit tätig und haben uns spezielle Rohrreinigungstechnologien und Herstellung von Molchen für die Druckrohrleitung spezialisiert. Die Problematik bei der Molchreinigung ist ja, wie man hier sieht, die T-Stücke, die so ein Molch durchfahren muss, Nennweitenwechsel, entweder in größere oder in kleinere Leitungen oder Armaturen, wo der Molch eben sicher durchfahren kann. Er wird auch durch die Armaturen gesteuert, weil er den Weg des geringsten Widerstands geht und wird eben angetrieben von dem Medium in der Rohrleitung oder mit fremdem Medium wie Luft oder Wasser, um den Molch vorwärts zu treiben. Unsere eigene Entwicklung und Innovation ist, passende Rohrreinigungsmolche herzustellen für entsprechende Ablagerungen, für entsprechende Rohrmaterialien, um den Wirkungsgrad zu erreichen. Standardmolche von der Stange, die sind ja meistens nur nach Nennweiten geordnet. Wir gehen direkt auf die Härte von der Schore her auf den Molch ein. Das ist ein speziell hergestellter Molch, der diese Kunststoffdorn hat, um eben bestimmte Ablagerungen aus dem Rohr herauszuarbeiten, gleichzeitig aber auch das Rohr nicht beschädigt und bei vielen Ablagerungen eben auch Treibmedium von hinten an sich vorbeilässt, diese Stups auch selber wieder sauber putzt, um dass der Molch hinter dem Räum gut nachrücken kann, wo das vorbeiströmende Medium die abgelösten Materialien nach vorne ausspülen kann. Man kann hier sehen, dass wir die ganze Palette von Durchmessern von den Rohrreinigungsmolchen abdecken, von 6 mm quasi für die Pharmaindustrie bis hin zu 3 Meter Durchmesser für Flutungs- und Kühlwasserleitungen decken wir die ganze Palette von Rohrleitungen ab. Auch das Rohrmaterial spielt in dem Moment keine Rolle, sondern es geht um die reine Technologie, um die Physik, die wir versuchen mit unserem PU-Molchen umzusetzen. Auf den Messen werden wir von den Kunden angesprochen, was es wieder Neues in der Molchtechnologie gibt. Die treten auch mit Problemen an uns heran, wo wir dann Lösungen dafür danach suchen, unsere Herstellung dazu anpassen, sodass wir stets bestrebt sind, für jedes Problem eine Lösung zu haben.